Ja Leute, heute wieder bei Basti Bützler zu Besuch und es gibt nicht nur die Neuigkeit vom neuen Baufortschritt hier auf der Baustelle, sondern Basti hat auch noch ein neues Gefährt sich angeschafft. Yes, hi. Was hast du denn hier für ein schönes neues Gefährt? Ja, das ist eine Mikalag MCL6. Der MCL6 Hochlader hat 50 PS und kann tatsächlich bis 30 km/h schnell fahren. Er kann 2,90 Meter hoch und 1500 Kilogramm schwer heben. Er ist mit Dach, ohne Dach oder sogar mit richtiger Kabine, mit Klimaanlage und so weiter erhältlich und wird tatsächlich in Schleswig-Holstein gebaut. Basti hat ihn jetzt schon über eine Woche im Test gehabt und auch ich musste mich natürlich mal hinter das Lenkrad schwingen. Ob das der richtige Hochlader für Basti ist, wir werden es sehen, denn Basti bewirtschaftet einen Milchviehbetrieb mit Ackerbau in der Eifel. Jetzt stehen nämlich zwei große Projekte an, einmal der Bau einer neuen Biogasanlage und ein neuer Kuhstall für mehr Tierwohl. Basti habe ich ja bereits beim Bau begleitet und generell auch schon öfter mal über die Schulter geschaut und ich finde es halt super spannend, wie sich diese Projekte weiterentwickeln. Wie findet ihr eigentlich diese Dokumentation? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare und jetzt viel Spaß beim Video. Ich würde sagen, wir gucken uns mal den Baufortschritt hier an deiner Biogasanlage an. Willst du mich mitnehmen hier auf dem Mekalak? Na klar, kommst du drauf. Abfahrt. Ja, wir gehen jetzt hier an der Biogasanlage runter. Hier ist demnächst dann, wenn wir fertig sind, eine Rundfahrt. Also hier quasi vorne, wo das ganze Gas vor dem, genau, da wo der Mutterboden, nicht der Mutterboden. Davor kommt eine Fahrt runter. Mhm. Davor hinten kommt dann der Motor zu stehen. Und hier ist dann die Mistplatte mit dem Feststoffeintrag. Da oben das Loch für die festen Stoffe dann. Okay. Der Mischwagen quasi auseinandermischt. Und dann geht das mit einer Schnecke nachher oben rein und wird dann da in den Fermenter geworfen. Ja. Jetzt können wir mal hier vorne gucken gehen, wo dann der Maschinenraum hinkommt. Also das ist dann der Technikraum, der kommt dann zwischen zwei Behältern zu stehen. Wir müssen einmal jetzt hier runter gehen. Genau, wir können einmal hier zwischen runter gehen. Okay. Da sieht man auch vielleicht die Dimension von dem Behälter vielleicht auch größer. Dass das ganze Kamerateam hier runterkommt. Aber das wird später, wird das hier alles bis hier zu der Ebene voll mit... ja genau, dann ist nicht ganz die Ebene. Hier haben wir noch eine Ebene gemacht für den Kran. Dass der gerade zum Stehen kommt. Ja, der wird auch noch jetzt bis zum Schluss hier stehen bleiben. Die Folie hier, die wird nachher hier hochgeschlagen, wird hier festgemacht. Und da wird dann angefüllt. Da kommt 1,20 Meter hier hoch. Oh, was haben wir? 1,20 Meter haben wir ungefähr hier. Ja. Und dann kommt hier zwischen der Technikraum. Okay, okay. Dann kommen dann nachher die ganzen Pumpen, Stromkästen und so. Aber die Behälter sind quasi auch so tief, wie wir jetzt hier sind. Oder gehen die noch weiter in den Boden? Nee, die sind genauso tief. Das ist hier Bodenplatte. Ach so, okay, das hier ist hier Boden. Genau. Und dann geht es ab hier nochmal 6 Meter hoch. Sieht man eigentlich aber gut zählen. Jeder Schalstein oder jede Schalung war 1 Meter. Okay. Und sind dann quasi bis oben 6 Meter. Also ich komme nicht ganz hoch. Das sind beide 6 Meter, ne? Genau, richtig. Der steht 20 cm tiefer, weil wir das Umpumpen von dem Fermenter ins Endlager geht nur über das Hülsgefälle. Also keine Pumpe dazwischen, sondern das geht nur wirklich über reines Gefälle. Also weniger Pumpen, weniger Kosten und weniger Anfälligkeit. Da vorne sind jetzt für die Heizschlangen, dann nachher für die Heizung. Geht nachher alles da rein und dann wird innen drin dann Heizung verlegt. Der Fermenter muss ja auf 39 Grad muss der nachher hochgeheizt werden, dass der dann die Bakterien da drin arbeiten können. Okay. Da sind quasi so Heizspiralen drin und dann werden die dann aufgeheizt mit dem Heizschlag. Und hier das große Mannloch. Ich kann gerade die Leiter holen gehen, da können wir mal reingucken. Okay. Dann siehst du auch innen drin, das Schwarze ist eine Folie und unterhalb von der schwarzen Folie ist wieder der blanke Beton, aber da muss nichts hin, weil der Beton muss da geschützt werden, wo Luft rankommt. Und wofür ist jetzt in der Mitte dieser... Also ja, das schützt das Dach nachher. Da kommt nachher da kommt ja noch eine Gashaube drüber, luftdicht, bei beiden Behältern, die das Gas innen drin hält. Und darauf wird dann das Dach abgestützt. Boah! Ja, der ist noch einen Ticken größer als der andere, wie du siehst. Fermenter hat 1700 Kubik und der hat knapp 6000 Kubik. Basti, hier ist ein Schlauch und in den Behältern ist ja Wasser drin. Was hat es damit auf sich? Hier muss ja 1,5 Meter Wasser rein. Als Dichtigkeitsprüfung muss das 48 Stunden hier drin stehen. Da geht es halt hauptsächlich hier unten um die Fuge. Ja, und falls es mal wirklich mal passieren sollte, dass der ausläuft oder so, dann haben wir hier vorne noch so ein Havariebecken jetzt. Das hast du, glaube ich, damals bei dem ersten Besuch auch schon gesehen, wo du oben drauf gestanden hattest. Ja. Ist noch nicht ganz fertig hier, wo wir Gas angesät haben. Das ist fertig. Okay. Und hier ringsrum, da muss noch ausgebaggert werden. Man muss den größtmöglichen Pott muss man auffangen können. Also hier die 6000. Die müssen hier rein. Das ist schon heftig. Schon viel, ne? Ja. Was sind die nächsten Schritte hier für den Bau? Na jetzt, dann wird die Plan irgendwann hochgeschlagen hier und dann können die Behälter angefüllt werden. Dann kommt dann immer der Motor und die Mistplatte muss gebaut werden. Das geht dann so peu à peu immer weiter. Ja, das ist, muss ich zeigen, so ganz genau weiß ich auch nicht, wie das dann der Ablauf ist, wer dann nachher was macht und so. Wir versuchen das auf jeden Fall, dass wir vielleicht zum Jahreswechsel, also Anfang des Jahres, nächsten Jahres, hier mit ans Netz gehen können. Wir haben jetzt schon die Stromkabel gezogen, können wir vielleicht auch noch mal gucken gehen. Mhm. Weil das heißt, ihr seid soweit erstmal im Zeitplan? Ja, soweit erstmal, ja. Wir versuchen jetzt gerade mal in den Behälter reinzugehen, dass wir uns da mal reinstellen können. Ja, hier wird es gerade ein bisschen getrickst mit ein paar Leitern. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Hilfe! Ich
komme hier nie wieder raus, ich sag's dir. Wir haben es geschafft. Kamerafrau, wir brauchen dich jetzt hier. Basti, wir stehen jetzt hier in der Biogasanlage drin. Wie gesagt, hier kommt das Dach auf zu stehen. Natürlich der Feststoffeintrag, der oben, wo wir eben schon gesprochen haben. Mhm. Und das ist ja auch nur der kleine Behälter, ne? Der große, der ist ja fast dreimal so groß wie der. Genau, hier, ne? Der ist noch dreimal so groß, genau. Wahnsinn, und das ist ja auch schon, also ist ja auch schon, wenn man hier so drin steht, das ist schon... Schon beeindruckend. Ja. Plan ist, dass wir dann in 10 Jahren es wieder aufmachen müssen, für dann einmal sauber zu machen, revisieren, Motor tauschen. Das ist so für in 10 Jahren dann geplant. Okay, Basti, dann kraxeln wir erstmal hier wieder raus und gucken, dass wir irgendwie überlebend rauskommen. Ich lache mich über dich kaputt. Ja. Hallo. Wir haben es überlebt. Wir sind wieder aus, aus der Anlage rausgekommen. Wir wollten aber unten zur Stromquelle dann nochmal gehen. Genau, ne? Richtig. Ja, das hier ist der Graben jetzt für die Stromkabel. Wie gesagt, der Strom muss ja auch irgendwie von da oben runter ins Dorf an den Trafo. Mhm. Dafür haben wir jetzt hier 4 Kabel und ein Leerrohr. Überdimensionale Kabeltrommel. Ja, ja, genau. 4 × 150 Quadrat. Das hat halt immer Strom. 24/7 ist halt grundlastfähig. Mhm. Das hat Wind und Sonne nicht, weil die haben halt nur, wenn Wind und Sonne scheint. Und das haben wir halt nicht immer 24/7, sondern immer nur so, wie es kommt. Und das ist halt der große Vorteil einer Biogasanlage. Ja, jetzt, wo wir aus der Biogasanlage rausgekommen sind, oder du eher noch schwerer als ich, ja. Gehen wir jetzt zur Baustelle vom Stall. Mhm. Was passiert ist, es wurden Pfosten geliefert. Das war's dann schon. Das war's. Ich glaube, es ist ein bisschen mehr passiert. Ja, genau. Ne, wie man sieht. Wir haben den Stall hier ausgehoben. Das ist die Grundfläche vom Stall. Okay. Plus 1 Meter, damit wir bauen können. Mhm. Weil die Erde, die hier auch noch anfällt, die noch weg muss, als Rangierfläche und so, und Umfahrung, die kommt auch nachher unten zum Stehen im, im Behälter für anzufüllen. Okay. Geht auf jeden Fall voran hier bei euch. Genau. Ne? Ich hoffe, dass wir jetzt dann nächste Woche spätestens hier anfangen mit den Betonarbeiten. Mhm. Die Halle kommt da kurz drauf. Und eigentlich wollten wir... Die besagten Pfosten, die also für die Schalleinrichtung sind die, die werden einbetoniert irgendwie. Ja. Der Roboter, der Milchtank sollten auch im Oktober, November kommen. Achso, da kommt dann ein extra Milchtank für? Ja genau, der alte ist dann wieder zu klein. Okay. Und dann kommt ein Milchsilo hin, also der steht dann quasi wie, in so, wie so unser Kraftfutter-Silo da, die stehen dann außen. Nur die Bedienung ist dann halt innerhalb. Yeah. Ja, Basti, Mecalac MCL6, was hat es damit auf sich? Können wir mal hier rumgehen? Kannst du mir mal ein bisschen was zeigen, was die Kiste hier so kann? Ja, du bist ja, bestimmt ja auch schon einige Stunden damit hier auf dem Hof zu gehen. Genau, ja, die Kinder fast noch mehr als ich. Ich muss quasi schon erkämpfen, mit der Maschine fahren zu dürfen. Der hat 50 PS, der Motor, fährt sogar 30 km/h. Da war ich ein bisschen erschrocken, als ich mal richtig Gas gegeben habe, dass der doch so schnell ist, weil eigentlich kennt man die ja nur, dass die halt langsamer fahren. Ja, sehr komfortabel, luftgefilterter Sitz, sehr positiv und auch die Kabine ist sogar in Gummipuffern gelagert. Das sieht man hier, ne? Genau, richtig. Ja. Hebt 2,90 Meter hoch, 1500 Kilo, haben wir schon mit Paletten probiert, klappt auf jeden Fall, das schafft er. Den gibt auch noch mit Zuhörkabine, mit Klimaanlage, Das ist natürlich Dach kannst du auch wegklappen, dann hast du unter 2 Meter Durchfahrtshöhe. Was machst du denn mit dem Hoflader? Also ist ja, ne, erstmal generell ist ja ein Hoflader, das heißt jegliche Arbeiten hier im Stall oder Paletten fahren. Futter hinschieben, füttern. Ja, müssten Stroh irgendwo hinfahren, in den Kellerbereich oder so, wo du sonst nicht hinkommst. Oder mit der Schubkarre nur, wo du mit der Schubkarre hinfahren müsstest, kannst du halt als, oder kannst, machen wir jetzt alles damit. Ich würde sagen, was man hier sieht, du kannst mir ja viel erzählen, aber ich muss das ja auch selber mal testen, um mir mal selber einen Eindruck hier verschaffen, was das Ding kann. Vielleicht kannst du mir mal eine kurze Einweisung geben und dann würde ich sagen, fahren wir hier mal. Na klar, kannst du fahren und vollgetankt ist. Also wenn du den leer gefahren hast, hast du auf jeden Fall. Alles klar. Genug gefahren. Das ist ja auch schon der erste Vorteil. Du kannst quasi hier hochgehen und ich kann einmal auf der anderen Seite hochgehen. Ach so, da ist nämlich ja auch ein Aufstieg, ne? So, dann sitzen wir mal hier oben drauf. Was muss man hier beachten? Erstmal würde ich mal hier das Lenkrad einmal, kannst du nämlich schön verstellen, kannst du ziehen, wieder arretieren. Ja. Herrlich, ja. Schaufelverriegelung, weil du kannst, du brauchst nicht absteigen zum Schaufel wechseln, kannst du von hier oben machen. Okay, das, das ist natürlich ein großer Vorteil. Ne? Absteigen, weißt du, Mensch ist von gut auf faul, haben wir eben schon gehabt, müssen wir ja. Warnblinker, Palaverlampe, ganz wichtig. Ja. Randaleleuchte nennt man es. Pumpenleuchte für den Fachmann. Dann hast du hier vorwärts, rückwärts. Ah, okay. Hier kannst du proportional dann vorne das Steuergerät ansteuern. Also nicht nur 1-0, sondern auch wirklich proportional. Ja. Handgas hat er und hier stellst du noch Geschwindigkeit an für die Handgas. Speed Control, genau. Ja, ja, Handbremse natürlich auch. Ja. Ganz wichtig. Es ist ja ein ganz normaler Joystick, das heißt, ne, wenn wir den zurückziehen, dann geht es hoch, von der Schaufel hoch, runter oder halt rechts und links dann halt auskippen. Genau, richtig, Ich fahre jetzt einfach mal eine Runde. Fahr eine Runde. Und wenn ich Fragen habe, dann komme ich nochmal auf dich zurück. Ja, wenn du Gas beantworte ich dir auch. Ja. Alles klar. Macht Bock auf jeden Fall, sehr geil.
Ja, Basti, Mekalack, wie kommt es dazu, dass du das jetzt hier mal bei dir auf dem Betrieb getestest? Ja, Mekalack ist eine Baubranche, kennt eigentlich jeder. Und dadurch haben wir ein großes Händlernetz. Ja, und so kommt man ins Gespräch und fragt und tut. Und ja, und dann hat man einfach mal so gefragt und auf einmal stand er hier. Ja, ich glaube 70 Jahre gibt es Mekalack ja schon. Ja, genau. Und halt durch die Baubranche haben sie natürlich auch ein großes Händlernetz, was natürlich nicht ganz unwichtig ist bei so einer Maschine. Ja, ist ja eigentlich eine französische Firma Mekalack, ne? Aber weißt du, wo die Lader hier gebaut werden? Ja, die werden in Schleswig-Holstein gebaut, also quasi schon fast ein bisschen Ausland. Ausland. Aber made in Germany zumindest für die Lader, ne? Auf jeden Fall, ja. Genau. Und wie ist so dein Resümee jetzt? Ich weiß nicht, wie lange hast du den jetzt schon getestet bei dir? Auf ja, ich knapp eine Woche. Macht auf jeden Fall Spaß und macht einen guten Eindruck auf jeden Fall. Der ist sagt mit 50 PS. Für die Größe ist es auf jeden Fall schon sehr viel. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, vielen Dank, dass du hier da warst. Hau rein. Mach's gut. Tschüss. Ciao.